Hola amigos y bienvenidos a la Laser City Lights. Ja Leute, wie ihr gerade mitbekommen habt, das war mexikanisch. Nein, nicht spanisch, mexikanisch. Und warum? Ja, wie ihr es ja vielleicht schon aus dem Titel gelesen habt, befinden wir uns heute im Wilden Westen. Worum geht es heute? Ja, wir schauen uns heute einen Klassiker der Western-Geschichte an, und zwar einen Film von und mit John Wayne. Und zwar Alamo. Ja, eigentlich schaue ich ja gar keine Western, und also außer vielleicht Bud Spencer, Terence Hill und die guten Italo-Western-Schinken mit dem guten Clint Eastwood, wie die Dollar-Trilogie etc. Aber in diesem Fall wollte unbedingt die Katze, die sehr gerne Western schaut, dieses Mediabook hier haben. Du hast doch gar kein Geld. Ja, ja, okay. Ich habe dies dann als Gelegenheit genommen, mal über den Tellerrand hinauszuschauen und mir dieses wunderschöne Mediabook von Koch mal etwas genauer anzusehen. Ja, aber was haben wir hier genau? Alamo. Was ist Alamo? Alamo ist ein Film aus dem Jahre 1960 und ist die erste und einzige komplette Regiearbeit von John Wayne. John Wayne spielt auch hier die Hauptrolle, und zwar spielt er Davy Crockett. Wir befinden uns in dem Jahr 1836 und Texas hat gerade die Unabhängigkeit von Mexiko erklärt. Dem mexikanischen General Santa Anna, beziehungsweise nicht General, dem mexikanischen Diktator Santa Anna, gefällt das natürlich gar nicht und hat gar keinen Bock drauf, dass die Leute sich da jetzt einfach mal selbstständig machen. Und schickt dann mal geschmeidige 7000 Soldaten direkt ab über die Grenze Richtung Texas. Ja, Texas ist darauf nicht ganz vorbereitet. Der General Sam Houston versucht schnell einen kleinen Trupp zusammenzustellen, der ihm selber noch mal ein bisschen mehr Zeit verschaffen soll, um eine richtige Armee auszuheben, um sich gegen die Mexikaner zu stellen. Aber dementsprechend braucht er einen kleinen schlagkräftigen Trupp. Und auserkoren wurde dazu ein kleines Fort, beziehungsweise eigentlich eine ehemalige Missionsstation, und zwar Alamo. Neben John Wayne als Davy Crockett dient unter anderem auch der bekannte James Bowie. Bowie, ihr kennt ihn, Messerfreunde von meinem Hauptkanal. Schaut übrigens gerne mal in die Videobeschreibung, falls ihr Interesse an Filmmessern etc. habt. Der hat auch bei dieser Schlacht mitgekämpft, und genau um den Bowie, den Erfinder der Bowie-Klinge, die noch dementsprechend nach ihm benannt wurde, hat auch an dieser Schlacht teilgenommen. Denn wir haben hier einen Historienfilm, der auf historischen Tatsachen beruht, sich natürlich nicht ganz so an die historische Wahrheit hält, aber wer erwartet das von einem Historienfilm auch? Ja, aber nochmal ganz kurz zu dem Film zurückzukommen. Wie gesagt, das Fort Alamo wurde ausgebaut und soll jetzt nun den Ansturm der Mexikaner verlangsamen bzw. ja, bremsen. Und darum geht es in diesem wunderbaren Film. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal dieses schöne Mediabook hier mal etwas genauer an. Das Mediabook wird hier mit so einer C-Card geliefert. Schauen wir uns die vielleicht mal als allererstes an, dann sind wir das auch schon mal los. Wir haben hier auch die FSK-Aufzeichnung drauf, beziehungsweise ja, wir haben keinen Aufkleber auf dem Mediabook, sondern hier nur direkt auf dieser C-Card. Hier drin ein bisschen Werbung für Western-Comics. Wusste ich auch nicht, dass es das gibt, aber scheinbar gibt es sowas. Die Rückseite, und ja, da wird es jetzt ein bisschen interessanter. Und zwar gehen wir hier mal ein bisschen mehr auf die Extras ein. Vielleicht erstmal hier oben der gute Jim Bowie und der gute John Wayne. Und hier seht ihr so ein bisschen die zerschossene bzw. zerfallene Missionsstation Alamo. Muss ich schon sagen, gefällt mir optisch sehr gut. Gerade dieses bräunliche Sepia-Feeling hier kommt ziemlich gut rüber und macht für mich einen sehr, sehr guten Western-Eindruck halt, ne? Aber halt auf die coole Art. Ansonsten hier oben ansonsten nichts anderes drauf, außer noch den Titel Alamo, und darunter auch nichts wirklich Spannendes. Deswegen würde ich sagen, gehen wir hier unten gleich mal auf den spannenden Teil ein, und zwar die Extras. Wir haben nämlich hier neben dem Hauptfilm
eine weitere Blu-ray. Auf dieser weiteren Blu-ray befindet sich nämlich der Original, der Original Director's Cut in der Langfassung mit 202 Minuten in SD, also in Standardqualität. Das ist wahrscheinlich deswegen auch, weil dann auf dieser Scheibe halt die ganzen anderen Extras drauf sind. Die haben es wirklich, wirklich in sich. Klar, Trailer finde ich auch ganz interessant, mal so einen Trailer von so einem alten Film zu sehen. Aber Making of Documentation John Wayne's Alamo als Langfassung 68 Minuten. Das heißt, wir haben hier eine Doku quasi wie John Wayne diese, ja, das ist, wie gesagt, sein Traum war, diesen Film zu verwirklichen. Und das nochmal als gesamte Dokumentation. Auch richtig interessant, die zeitgenössische Dokumentation The Spirit of Alamo von genau dieser Zeit, ich glaube, die ist irgendwie ein Jahr später oder so entstanden als der Film. Und da sehen wir dann mal in Schwarz-Weiß John Wayne, wie er über diesen Film redet und quasi auch eine Dokumentation aus dieser Zeit zu sehen und auch mal zu sehen, wie diese Bilder, diese Ausschnitte, die in dieser Doku gezeigt werden, die ihr quasi gerade vorher in HD in dem Film gesehen habt, ist schon der Wahnsinn. Dann an sich nochmal eine Doku über John Wayne selber, eine amerikanische Legende, fast eine Stunde. Ja, hier nochmal über das der Mike Siegel nochmal über die Alamo bzw. das Traumprojekt von dem Duke. Dann eine Slideshow mit seltenen Werbematerialien und Fotos vom Set. Wir haben da, glaube ich, sogar zwei unterschiedliche Bildergalerien. Und natürlich hier, Mike Siegel hat natürlich auch das Booklet geschrieben, aber da kommen wir gleich zu. Ansonsten, wie gesagt, hier die Haupt-Blu-ray hat eine Gesamtlänge von 162 Minuten und wie ihr sehen könnt, in HD und Deutsch 2.0. Ansonsten hier nichts großartig Spannendes drauf. Auf der Blu-ray selber ist keine großartigen Extras drauf. Und ja, DVD habe ich jetzt auch nochmal ganz kurz reingeschaut. Sieht auch so aus, als wenn das quasi schon mal irgendwo auf einer DVD drauf gewesen ist. Also sprich, das wird wahrscheinlich eine ältere DVD-Version sein. Gut, das soll es erstmal hier zu der C-Card gewesen sein. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal das Mediabook an. Und ich möchte sagen, also das ist für mich ein absolutes Highlight, was die Mediabook-Gestaltung angeht. Ich meine, das war auch teilweise ein Filmplakat von damals gewesen. Aber wir sehen hier den John Wayne, Jim Bowie und den Namen des Colonel habe ich leider gerade vergessen, die hier quasi mit brennenden Fackeln und Degen und Pistole sich hier gegen die anstürmenden mexikanischen Truppen über Kanonen hinweg bekriegen. Und ich muss sagen, das ist schon richtig, richtig cool geworden. Also es könnte auch quasi so ein Wandteppich sein, der irgendwo in, ja, keine Ahnung, in ein Schloss hängt oder sowas. Also der Stil her, finde ich, ist da schon ziemlich ähnlich. Was mir jetzt richtig, richtig gut gefällt, ist, dass wir hier unten nur den Titel, Schriftzug Alamo und ganz klein hier DVD und Blu-ray, damit man Bescheid weiß, was hier überhaupt drin ist. Und das war's. Finde ich richtig, richtig stark. Ansonsten hier Hochglanzcover, sollte vielleicht noch erwähnt sein. Aber jetzt haltet euch fest, es geht hier direkt über den Spine, geht es weiter. So, kann man sehen, hier. Und auch wieder nur Schriftzug, also Titel und Blu-ray DVD. Und hier auf der Rückseite geht es dann nochmal weiter. Wir sehen hier richtig krass die anstürmenden mexikanischen Truppen in ihrer unterschiedlichen Ausführungen und Uniformen mit mexikanischen Flaggen, Pferden und so weiter. Und ich würde sagen, jetzt schauen wir uns mal das Gesamtding mal in voller Pracht an. Ist natürlich jetzt ein bisschen doof mit dem Hochglanzspiegel. Ich glaube, so kann man es ganz gut sehen. Also, wenn das nicht stark aussieht, dann weiß ich auch nicht. So, dann würde ich sagen, schauen wir jetzt endlich mal rein. Das finde ich ist nämlich auch sehr gelungen. Wir haben hier die Scheiben sehen leider alle ein bisschen gleich aus. Ich will es ja, ich bin erfreut davon, wenn man so ein bisschen unterschiedliche Scheiben macht. Wir haben hier nochmal die Bonusscheibe, also die Bonus-Blu-ray mit den ganzen, mit der SD-Langfassung und den ganzen Bonus-Filmchen. Hier der Hauptfilm als Blu-ray. Und hier sehen wir auch wieder John Wayne und Jim Bowie, beziehungsweise der Richard Widmark als Jim Bowie sozusagen, ja. Die gute Frau hier spielt leider nur eine kleine Rolle. Ist wohl, glaube ich, damals auch ein großer Star gewesen. Sehr hübsch auf jeden Fall. Und verdreht dem guten Davy Crockett doch hier durchaus den Kopf.
Also ich muss sagen, hier dieses, ne, dieses Sepia gehaltene ja, Inlay gefällt mir auch sehr gut. Hat auch so ein bisschen so diesen Charme von so alten Werbe-Western-Plakaten, finde ich. Schauen wir gleich mal hier hinten. Da geht es nämlich auch weiter. Auch wieder hier quasi, wir finden hier das, die Scheibe auch wieder im gleichen Design mit dem ja, Film als DVD. Aber hier auch wieder das quasi das Frontcover-Design in diesem, ja, ich würde es mal sagen, Western-Werbeplakats-Look. Und das ist schon richtig stark. So, geht es natürlich gleich weiter. Also das sieht natürlich auch wie, mal, wie gemalt, ist ja auch gemalt, ne? Der, wie so ein Werbeplakat, war bestimmt auch eins. Gefällt mir richtig, richtig gut. Hier auch dieser Hintergrund, der gewählt wurde, ist auch richtig gut. Der Mike Siegel schreibt hier sehr, sehr gut quasi über die Entstehungsgeschichte und das Ganze in einem, finde ich, sehr aufgeräumten Design. Sehr gut lesbar. Wir haben hier mattes Papier, also kein Hochglanz. Und ja, also das ist echt Stoff, den kann man sich gut mal irgendwie an einem Abend mal weglesen. Und ich muss sagen, das ist wirklich sehr gelungen. Wie gesagt, der Mike Siegel schreibt hier wirklich richtig angenehm lesbar und alleine diese Haptik hier macht es schon wirklich sehr hochwertig, muss ich sagen. Richtig cool finde ich das hier hinten nochmal. Gab es sonst auch so nicht, aber quasi, wir sehen hier nochmal so eine Übersicht über die ganzen Schauspieler, wer was gemacht hat. Hier seht ihr nochmal Regie und Produktion, genau, weil, und Hauptrolle, also sprich, er hat drei Rollen für diesen Film sozusagen übernommen. John Wayne. Und hier sehen wir nochmal die ganzen Schauspieler. Ach genau, William Travis, Lawrence Harvey. Ah, wie konnte ich das vergessen? Ja. Und was ich ziemlich cool finde, hier sogar noch die Synchronsprecher. Also an der Stelle Daumen hoch und hier hinten nochmal ein wunderbares Werbecover, würde ich es nennen. Also ich muss schon sagen, ich bin ein bisschen geflasht. Alamo war schon immer John Waynes Traumprojekt. Bei seinem ehemaligen Studio konnte er dies nicht umsetzen. Ursachen waren unter anderem vielleicht dafür, dass vielleicht der Ausgang nicht ganz so eine Happy End Stimmung ja, verbreitet hat, ohne jetzt hier groß zu spoilern. Könnt ihr euch vielleicht denken, 7000 Mexikaner, ich glaube 180 roundabout Texaner, ne, in einer notdürftig ausgebauten vor, dass das nicht unbedingt funktionieren kann, das sagt schon der Menschenverstand. Und die Historie ist halt eben nicht 300. John Wayne hat sich damals sogar für diesen Film hier komplett verschuldet. Und zwar hat dieser Film damals, der teuerste Film aller Zeiten, 12 Millionen US-Dollar gekostet. Jetzt denkt ihr, 12 Millionen US-Dollar, dafür kriegt ihr heutzutage ja nicht mal die linke Pobacke von Tom Cruise. Ja, aber inflationsbereinigt haben wir hier einen Wert von gut 103.390.000 Euro in der Produktionskosten. Also das ist schon mal ein ordentliches Machwerk, auch für heutige Verhältnisse, seit man vergleicht es jetzt mit der Herr der Ringe Serie. Die kostet vielleicht mal 2 Euro mehr, aber naja, wir haben hier nicht nur die normale Director's Cut Version in einer Länge von 162 Minuten. Nein, wir haben hier auch die Langfassung erstmals auf DVD oder beziehungsweise Blu-ray in SD und zwar in 202 Minuten. Also wir haben hier beide Filmversionen und meiner Meinung nach hätte auch die kürzere Version noch kürzer sein können. Also wir haben hier in der 162-minütigen Version kommt teilweise schon so ein bisschen so eine Art Serienfeeling auf, weil wir, ja, wir erleben John Wayne als John Wayne. Er ist John Wayne und er wird auch immer John Wayne geblieben sein werden. Und das heißt, also er ist ein harter Typ, aber er ist sehr, sehr charmant zu den Ladies und zu den bösen Kerlen ist er sehr uncharmant. Und er raucht und er trinkt natürlich wie so ein echter Kerl, das halt heutzutage auch immer noch macht. Und naja, ihr kennt John Wayne und so ist halt auch John Wayne. Ja, und das passiert halt vor diesem, als Vorgeplänkel quasi zur Charaktereinführung. Hätte ich persönlich jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber es gibt, wie gesagt, so ein bisschen so ein Serienfeeling. Man kommt so rein, man lernt die Charaktere kennen. Es wird so ein Geplänkel drumherum und was halt noch davor alles passiert. Bis es dann irgendwann endlich mal zum großen Finale in Alamo kommt.
Ja, und wie gesagt, dieses große Finale, das ist auch wirklich richtig groß. John Wayne hat, wie gesagt, dieses ganze Geld damals nicht nur für sich selber ausgegeben, weil er wollte eigentlich, glaube ich, gar nicht den Hauptcharakter dazu spielen, sondern er hat halt sehr, sehr viele Komparsen, Pferde, Rinder, alles musste angekarrt werden, beschäftigt und bezahlt. Und ja, das sieht man auch in diesem Film. Also wir haben hier wirklich diese Schlacht um diese Festung ist für heutige Verhältnisse schon richtig stark gemacht. Also ich muss sagen, ich war positiv überrascht. Da kam durchaus wirklich Spannung auf und ja, die Effekte, die Explosion, das hat schon Hand und Fuß. Und da sieht man auch schon, was ohne CGI quasi alles damals gemacht wurde. Also wie sich die Leute damals, mit die Stuntmans und so, doch bestimmt durchaus mal ein oder anderen Aktionen durchaus mal bestimmt auch verletzt haben. Alles in allem muss ich sagen, hat mir der ganze Film hier auch sehr gut gefallen. Das lag jetzt nicht unbedingt an John Wayne selber, sondern an sich an diesem gesamten Zusammenspiel von diesen ganzen Haudegen, diesen netten Effekten und auch wenn es quasi sozusagen sowieso klar ist, was passiert, fand ich was immer noch trotzdem spannend. Vielleicht nochmal kurz auf den Ton und das Bild einzugehen. Der Ton hat sogar einen Oscar gewonnen damals und ja, der Soundtrack und ja, die Musik ist stimmig, wie für einen 60er-Jahre-Western halt so ist. Also man kommt auch wirklich in dieses 60er-Jahre-Feeling rein. Die Spezialeffekte der Geschütze und der Kanonen ist relativ gleichbleibend. Also wir haben hier keinen Peak nach oben raus. Ich hätte mir vielleicht bei so einer Explosion doch durchaus mal mehr Wumms gewünscht, aber wir haben ja wie gesagt auch Deutsch hier nur eine 2.0 Tonspur. Das heißt, der Subwoofer hat sich gelangweilt und eben nichts gemacht. Das finde ich halt ein bisschen schade, weil ich denke mal, da wäre doch durchaus noch mehr drin gewesen. Wie gesagt, ich glaube, die englische Tonspur ist 5.1. Ich habe es leider nicht nachgeprüft. Vielleicht ist da ein bisschen mehr los. Vielleicht für den einen oder anderen interessant, der sich diese Filme auf Englisch anschaut. Ja. Dieser Film ist erstmals auf Blu-ray veröffentlicht, das heißt, wir haben hier eine HD-Abtastung von diesem Film erstmalig veröffentlicht auf der gesamten Welt, also wir haben wirklich eine Weltpremiere und ich muss sagen, das Bild gefällt mir richtig, richtig gut. In manchen Szenen sieht man dann, wo zum Beispiel der Sklave von Jim Bowie, wie er in dem Film komischerweise genannt wird, was mich sehr verwirrt hat, Jim Bowie statt Bowie, also ich weiß nicht warum, da hat die deutsche Synchro, ich weiß es nicht warum, also für mich heißt er Bowie, für euch heißt er wahrscheinlich auch Bowie, aber ja, für die Synchro hieß er Bowie. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, das war noch eine kleine Anekdote am Rand. Ja, der hat einen Sklaven gehabt, beziehungsweise jemand, der hat sich schon Ewigkeiten um ihn gekümmert hat und dieser Mann ist schon was älter, wie man in manchen Regionen Deutschland sagt und da hat man wirklich jede Falte im Gesicht gesehen. Also das war schon richtig schön knackig scharf. Und ja, bis auf ein leichtes Rauschen im Bild, was aber, finde ich, diesen Charakter des 60er-Jahre-Films dann durchaus nochmal unterstreicht, ist mir jetzt in dem Bild nichts negativ, sondern eher positiv halt aufgefallen. Genauso die Farben. Die Farben sind auch klasse. Gefällt mir sehr gut. Auch ein stimmiges Gesamtbild, was halt quasi so ein bisschen, man merkt quasi richtig die Wüste, Texas. So, finde ich, muss das sein und so, finde ich, muss auch ein Film aussehen. So, gibt mir halt auch dieses 60er-Jahre-Feeling. Ja, was ist denn nun mein Fazit von diesem Film? Alamo ist für mich so der erste richtige Western, den ich seit Ewigkeiten wieder gesehen habe. Und ich muss sagen, es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, normalerweise eigentlich nicht mein Beuteschema. Ihr wisst es, wir sind hier eigentlich eher so im 80s, 90er-Bereich, Action, Horror und so weiter. Aber manchmal lohnt es sich doch durchaus, einen Blick über den Tellerrand zu werfen. Und wie schon erwähnt, ist das hier ja die erstmalige Blu-ray-Veröffentlichung weltweit. Sprich, wir haben hier quasi ein kleines historisches Stück in der Hand, was für den einen oder anderen Sammler vielleicht durchaus interessant sein könnte. Und gerade wenn ihr John Wayne-Fans seid, beziehungsweise wenn ihr Western-Fans seid, dann ist diese Veröffentlichung alleine wegen den ganzen Extras und dieser Abtastung und beiden Versionen, also ich sag's eigentlich recht selten, aber eine absolute Kaufempfehlung. Also wirklich, kann ich nur so unterschreiben. Links wie immer unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, lang genug geschnackt.
Dankeschön fürs Einschalten. Vergesst nicht, die Glocke zu drücken, wenn ihr schon hier abonniert. Und macht euch gefasst auf spannende weitere Veröffentlichungen demnächst hier auf dem Kanal. Dankeschön fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Cheers.